Ich hätte echt gerne zusammenrufen, aber da muss ich erstmal feiden. Ja, weil so ist das richtig, richtig schwer. Ich habe Gefangennahme schon ausgemacht. Aber ich mach mal so, dass sie... Die, die kämpfen wollen, schicke ich zurück. Damit das richtig schwarmmäßig ist. So, Pause. Und ich lasse sie jetzt einfach sterben, glaube ich. Ich habe keine andere Wahl. Hier und da kann ich ja jemanden rauspflücken, aber ich sollte die Masse einfach... Weil ich habe eben gerade, glaube ich, zu viel rausgenommen, ne? Ein Gefangener schlägt und ist als Skelett wieder aufgestanden. So. Verdammt! Wenn ich was sehe, dann nehme ich es, aber... Ey, die hielten sich auch immer so easy hoch, weißt du? Jetzt tötet sie doch! Na los! Ja! Oh, Gott sei Dank. Gut, das speichere ich, weil ich habe noch 38 Skelette. Das finde ich gar nicht schlecht. Und jetzt halt euch schnell, bevor die anderen kommen. Halt! Bleibt schön hier. Und Gold. Das schmeiße ich direkt hier oben rein. Halt. Weiter verstärken. Und du auch. Also ich weiß, dass meine Kreaturen jetzt ärgerlich sind. Aber ich werde den Teufel tun, den Gold zu geben, weil dann bezahle ich die nämlich viel zu hoch. Und da bin ich natürlich raus. Soweit kommt's noch. Das hätten die wohl gern. So. Eure Kreaturen werden ärgerlich. So, und bitte regeneriert euch, weil die anderen Priester kommen auch gleich. Wahrscheinlich hier, ne? Ich guck mal kurz. Ich verschaffe mir mal einen Überblick. Der hier läuft ja auch die ganze Zeit rum. So. Hier sind fast alle voll geheilt. Dann muss ich nur noch auf die Priester warten. Ich glaube, die entstehen hier. Ich weiß es nicht. Ich muss warten. Ich speichere. Und spule mal vor. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Kreaturen werden da sind ärgerlich. Sie. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Sag's doch nochmal. Ich hab's immer noch nicht ganz verstanden. So, warte mal. Ich mach mal hier das auch weg, ne? Glaube ich. Warum auch nicht? Ah, da. Pause. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal. So, damit die mit ihrem Strahl aufhören. Ja, und ich werde jetzt welche verlieren. Ich komme nicht drum rum. So. Halt, du nicht. Nein, da ist gerade einer gestorben. Die wollte ich gerade retten. Hier ist noch einer. So. Hier. Da ist noch einer, der sehr low-life ist. Ich guck einfach mal hier. Der. Ich nehme die ganze Zeit die falschen auf. Kann das sein? Keine Ahnung. Los, komm. Fightet einfach. Tötet sie. Das gibt's doch nicht! Ey, wir haben nur noch 20 Skelette! Eure Kreaturen werden ärgerlich.
Oh, das kann ich eigentlich nicht speichern, oder? Warte mal, ich speichere mal kurz unter Test 2. Und lade nochmal kurz LP. Weil wir hatten 42, die haben einfach unsere Kreaturen halbiert. Das haben wir doch vorher besser hinbekommen. Wir hatten 50 und sind mit... Jawohl. Scheiße, Mann. Ey, das Level ist so hardcore. Das ist richtig hardcore. Aber nicht falsch verstehen, das macht mir richtig Bock. Trotzdem. Bin ich ehrlich. Also, ich mag es natürlich, wenn es fordert ist. Aber es ist auch gerade echt stressig. Kostet mehr Energie, als ich gedacht habe. Ich glaube, diese Aufnahme wird nicht so lang. So. Ja, der hier ist irgendwie buggy. Aber das stört mich gar nicht. Ah, nee. Das ist neutrale Wand. Das ist keine Heldenwand. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Da sind sie. Gut. Also, Pause. Ich muss jetzt speichern, ne? Weil das wird so oder so passieren und ich habe perfekt gespielt. Ich speichere das jetzt. Und probiere diesen Kampf jetzt so oft mit möglichst besserem, mit möglichst bestem Ausgang. Ne? Bin gespeichert. So. Na los, hackt auf sie ein! Oh, scheiße. Okay, das war vielleicht keine gute Idee. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ich wünschte ja, ich könnte das so alles instant werfen, wie die KI das macht, ne? Finde ich nämlich richtig geil, ehrlich gesagt. Die schmeißen einfach so in einem Strahl alle runter. So geht's. Ich kann die auseinanderziehen. Ich mach mal einfach. Ja, das ist leider die Wahrheit. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ich dachte, ein Schlag hält er noch aus. Ja, jetzt habe ich schon wieder 20. Da ist ja sogar das hier besser. Nee, da habe ich 19. Nee, das will ich so nicht haben. Das kann ich so nicht haben. Dann muss ich irgendwie tricksen. Scheiße. Ich will das nicht, was ich mache. Ich habe keine Ahnung. Alter, ist das ein übelst das harte Level. Ja, komm mal hierher. Nein! Nein. Jetzt wäre ein Zahltag geil. Dann laufen nämlich alle hier hin und sie sind schön gesammelt. Aber so nicht. Gut. Dann nicht. Warte mal, hier war noch. Könnt ihr das mal alles einnehmen, bitte? So. Also,
So. Und so. Und ich komme. Es ist immer der gleiche Outcome, ne? Mann! Alter, dieses Geschrei, das macht's ja nicht weniger stressig. Jetzt habe ich sogar noch mehr verloren. Hä? Eure Kreaturen werden ärgerlich. Alter, ist das strong, ey. Scheiße. Das kann ich ja eigentlich wiederbeleben. Vielleicht eine Kreatur wiederbeleben. Ja, nö. Den Scheiß da belebe ich nicht wieder. Und die hier weiß ich auch nicht, wie ich die plätten soll. Eure Kreaturen werden angegriffen. Halt, herkommen. Halt, herkommen. Nein. Ja, nee, das mit auf Pause drücken und alle in einem Schwarm ist am besten, ne? Ich spule mal ein bisschen vor, weil das dauert mir hier zu lange, diese Wegsuche. So. Und jetzt nochmal. Schon klar, ich habe jetzt den eben gerade mit einem Life wieder hingeworfen, aber... So, du... Verdammt! Los, da los, da los, da los! Ja! Den Achter haben wir gekillt! Nein! Das war knapp. Jetzt tötet ihn doch! Ärgerlich. 28. Besser wird's nicht. Gespeichert. Besser wird's auf gar keinen Fall. Also, sorry, aber... Oh Mann, was ein Krampf. Und gefangen haben wir wieder ein. Hm. Da können wir uns hier ein paar neue Skelette ausholen, ne? Wollen wir das gleich mal machen? Wir sind ärgerlich. Ja, ey, Digga. Aber ist gleich Zahltag, dann holen sie sich hier Gold ab. Vielleicht ist dann besser. Weil dann habe ich sie ja endlich mal bezahlt. Zahltag. Ich könnte mir auch Gold generieren mit Türen verkaufen, ne? In Handwerkskammer Türen generieren lassen und die dann verkaufen. Ja, die Unzufriedenheit geht zurück. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Zack, zack, zack. Hier, 82. Da. Immer noch ärgerlich. Nee, ist nicht mehr. Die beiden sind aber noch ärgerlich. Ja, aber mehr Gold kriegt ihr nicht. Obwohl, warte. Wenn ich das hier hinlege... Und so mache, dann wird das nämlich neu berechnet. Dann nehme ich hier einen 100er. Und wie viel nehme ich hier? Auch 100. 26. Das kannst du haben. Und hier ist noch ein 100er. Das kannst du nicht haben. Ach so, na klar, das war ja nur 100. Das heißt, ich mache mal so. Nehme 100, 100 und 19. Und die 19 kriegst du. Kreaturen werden ärgerlich. So, hier sind 189, okay. Das heißt, ich nehme 100 und 89, halt. So, was kriegst du? Das sind die einzigen, die noch pisst sind, ne? Eure Kreaturen werden... Ja, komm. Ein Huni. Ich weiß ja nicht, wie viel ihm zusteht. Ehrlich gesagt. So. 197. Wenn ich da dann den 100er rausnehme und den 97er, dann ist endlich Ruhe.
Gott sei Dank. So, hätten wir das. Und das speichere ich jetzt mal. Weil das finde ich sehr gut. Und dann machen wir uns mal ein paar neue Skelette aus, wa? Einfach weil es ansteht. Ein Gefängnis fühlt sich so leer an. Eure Kreaturen stürzen sich aus dem Gegner. Oh oh! Biel geladen. Das war vielleicht keine gute Idee. Stimmt, die da hinten, ne? Der wird die ganze Zeit ballern und der auch. Ich opfer ein Skelett, oder? Um die Indie-Fallen auszulösen. Mach ich mal. Ich speichere mal. Also habe ich gerade schon, aber. So. Hier hin. Da lang. Und hier über die Lava. So. So. Also natürlich, ich könnte jetzt die Indie-Fallen auch so lenken, dass die davon sterben. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will lieber Skelette davon haben. Ne? Und das Problem ist jetzt allerdings natürlich, dass die beiden hier die ganze Zeit ballern. Aber stimmt, jetzt kann ich die Armee schicken. Gespeichert. Jetzt nochmal speichern, so, wenn die Kamera gerichtet ist. So, alle ausschwärmen bitte. Und wer kurz vorm Sterben ist, wird gesaved. Eure Untergebenen tragen sich davon. Ja, sehr gut, sehr gut. Macht die mal kaputt. Breach it. Und vernichtet ihn. So wie die da oben. Sehr gut. Halt, 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 halt. Nicht zu weit ausschwärmen. Ganz ruhig, Jungs. Ganz ruhig. Aber das habt ihr sehr gut gemacht. Und ich mache mir ein paar mehr Imps. Weil ich brauche neue Skelettos. So. Und du holst mal schnell die Leiche hier. Nee, ne? Holst du nicht. Dann produziere ich mal neue. So, 1, 2, 3, 4. Da oben sind noch zwei Leichen. Die können eventuell gleich aufstehen. Also Leichen, ich sage immer Leichen. Natürlich sind das Gefangene. Angegriffen. Ach, von ihm? Gut. Hey, warum nimmst du das ein? Nimm das da oben ein. Was soll das? Alter, ich hasse es, wenn sie nicht machen, was ich ihnen sage. Was soll das denn? Ich hab ihn... Ach, egal. Egal. Es sind Imps. Sie wissen es nicht besser. Böser Blick. Oho. Ja, bringt uns gar nichts, wenn wir keine Bibliothek haben, ne? Gut. Und hier hoffe ich, dass keine weiteren Fallen da sind und unsere Imps dann alle verrecken. Und du kannst bitte mal die Leiche hier holen. Aha. Dachte ich mir. Dann steht er auch gleich auf, ne? Oh oh. Ach, nicht schon wieder. Ey. Ich hab mich noch nicht mal erholt. Weißt du? Mann, Alter, ey. Also das Level ist richtig der Stress. Richtig, richtig Stress, ehrlich. Weil kommen jetzt da unten auch wieder welche raus? Ja. Ja. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Hä, tun sie schon?
Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Ahnung, was das soll. Ich bin allmählich echt mit meinem Latein am Ende, weil habe ich jetzt also alles verkackt. Ich kann also alles jetzt nochmal machen, weil ich muss wirklich ganz genauso wie der Designer dieser wunderschönen Map sich das vorgestellt hat. Also ich darf gar nicht ruhen. Das hier darf gar nicht passieren, dass die hier mit vollem Leben sich in den Entspannten machen. Es geht nicht, weil ich muss permanent, die müssten jetzt das hier machen. Während, also jedes Aufatmen muss ein Weitermachen sein, glaube ich. Glaube ich echt. Also dieses, wie soll ich dieses Level denn schaffen? Scheiße. Also da bin ich echt gerade, das nimmt mir gerade auch ein bisschen die Motivation, muss ich sagen. Also ich will ja kein Spielverderber sein, aber meine Herren, das ist so anstrengend gerade. Ich würde tatsächlich, glaube ich, jetzt hier erst einmal die Aufnahme beenden, um meine Nerven zu recovern. Und beim nächsten Mal... Also, ich werde jetzt die Aufnahme beenden, aber nicht das Spiel beenden, sondern mir jetzt erstmal ein paar Notizen machen, wie wir nächstes Mal vorgehen. Na? Ich werde das hier auf jeden Fall speichern als den besten Progress, den wir hatten. Ja, dieses mit den Priestern, Alter, mit diesen Mönchen. Das ist so brutal. Wir haben so gut gespielt und sind trotzdem am Verlieren. Was können wir denn mit den Priestern machen? Ich würde die auch gerne gefangen nehmen. Aber wir brauchen ja eine Folterkammer. Und ich will jetzt auch nicht... Tja, hättest du die mal gefangen genommen, weil du hast jetzt eine Folterkammer und jetzt hättest du die mal gerne. Weißt du, was ich meine? Und dann denke ich mir so, willst du mich verarschen? Kann ich das ganze Spiel nochmal von vorne spielen, weil wir die Mönche nicht gefangen genommen haben? Wisst ihr, was ich meine? Ey, das ist so ohne... Also du darfst ja nicht einen Fehler machen. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein bisschen too much an Schwierigkeit. Weil das ist so, wie soll ich das sagen? Also es geht natürlich, normalerweise sind die Level bei Dungeon Keeper tendenziell viel zu leicht, weil ich ja immer weiß, wie man sich zu helfen weiß. Ne? Und das ist natürlich das Interessante, dass das ja jetzt gerade eine Challenge ist. Nur... Wo es so, erinnert ihr, also kennt ihr diese Mario-Levels, diese Fanmade-Mario-Levels, wo wirklich Millimeter, du jeden Millimeter exakt so kriegen musst, sonst schaffst du es nicht. So kommt mir das Level hier gerade vor. Wenn du auch nur einen Fehler gemacht hast, tja, da hast du es wohl verkackt, wa? Musst du wohl nochmal von vorne anfangen. Und das finde ich ein bisschen dreist. Aber ich will ja auch nicht rumheulen, weil andererseits finde ich das auch challenging und da das hier mein Lieblingsgame ist, macht mir das auch irgendwo Spaß. Es ist nur wirklich frustrierend, immer wieder von vorne neu zu beginnen, ne? Und sämtlicher Fortschritt ist einfach für den Arsch. Gut, wie auch immer. Ich beklag mich nicht weiter. Ich mache mir das bis zum nächsten Mal meinen Plan. Aber so, also da, also ich kann gerade nicht mehr. Ich zocke nicht mal 2 Stunden und ich kann nicht mehr. Okay, aber gut, wie dem auch sei, ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein und würde sagen, bis zum nächsten Mal.